Hallo zusammen, jetzt gibt es Osso Buco Stüssis-Style. Der Grill ist heiß, die Auspfanne ist schon erhitzt drin. Und let's go! Was brauchen wir alles? Wir brauchen schöne Kalbshaxen, Herdöpfel, Mehl, dann haben wir Sellerie, dann Winterrüebli aus dem Garten, Zwiebeln, Knoblauch, Salbei, Lorbeer und Erbsen. Natürlich noch ein Guinness, darf nicht fehlen. Bouillon und ein bisschen Öl, Pfeffersalz. Also, wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Als erstes tue ich jetzt Salz und Pfeffer über die Haxe. Geht so direkt. Beidseitig. So, dann kommt Olivenöl. Olivenöl direkt in die heiße Pfanne. Nehmen wir noch ein bisschen Mehl über die Haxe. Und jetzt gehen wir direkt rein. Dann können wir auf der oberen Seite ein bisschen Mehl drauf. Weil die wir dann nachher noch drehen. Den Deckel lassen wir offen. Wenn die Haxen auf der einen Seite schön angebraten sind, drehen wir sie. Schauen, dass wir schöne Röstaromen generieren können. Wenn beide Seiten schön angebraten haben, nehmen wir die Haxen raus. Legen sie gerade auf die zweite Rost. Jetzt tun wir noch mal ein bisschen Olivenöl rein. Deckel zumachen für etwa 2 Minuten, damit das Öl schön warm wird und heiß wird, damit wir Zwiebeln anbraten können. So, das Öl ist heiß. Jetzt gehe ich mit den Zwiebeln, dem Salbei, Lorbeer und dem Knoblauch in die Pfanne rein. Sellerie tun wir auch gleich dazu. Und die Rüebli könnt ihr auch gleich rein tun. So. Jetzt tun wir das Ganze schön anbraten. Das gibt wunderbare Geschmäcker, Aromen. Und für das können wir jetzt den Deckel wieder zumachen. Wenn das Gemüse schön anbraten ist, können wir mit der Kalbshaxe wieder in die Pfanne rein. Das heisst, wir legen es hier schön oben aufs Gemüse. Als nächstes gehen wir mit dem Bouillon rein, Fleischbouillon. Ganzen ablöschen. Jetzt kommt der Gruß aus der grünen Insel. Guinness rein. Nochmal ein bisschen Mehl oben drauf. Erbsen rein. Und die Herdöpfel kommen auch gleich noch rein. Schauen, dass die Herdöpfel schön im Sud drin sind, damit die auch schön durchgaren, wie die Rüebli auch. Jetzt machen wir den Deckel zu und lassen das mal bei Viertelstunde volle Hitze eigentlich laufen, damit es schön heiß wird. Nach 15 Minuten setzen wir die Pfanne indirekt. Das heisst, ich stelle die mittleren Zonen ab. Wichtig ist jetzt, dass wir noch den Rostdeckel drauf tun. Das Ganze bei 180 Grad für eine Stunde noch garen lassen, bis zu einem Deckel. Osso Buco, Stüssis-Style mit irischem Touch. Es ist einfach Hammer. Also ausprobieren, gehen an den Grill. Ich kann es nur empfehlen. Wir sehen uns beim nächsten Rezept. Ciao zusammen und danke.